Wenn wir jetzt alle zu Hause bleiben, dann ist eigentlich nur das erreicht, was die erreichen wollen. Deswegen weiter und rausgehen, aber mit einem anderen Gefühl. Ich muss sagen, ich bin wirklich ein bisschen beeindruckt davon, wie viele Leute sich heute hier auf die Straße stellen, um gegen die Vorfälle und gegen die sexualisierte Gewalt gegen Frauen auf der Straße zu stehen und sich die Straße zurückzunehmen. Ich bin entsetzt. Deswegen bin ich hier und wollte auch meine einfach Unmut zeigen, dass über die Situation, was jetzt passiert ist hier in Köln, in unserer Stadt, wo wir seit Jahren Frauenarbeit machen und Gewalt gegen Frauen anprangern und dann kämpfen. Ich selber bin auch schon oft konfrontiert gewesen mit Gewalt, sei es, wenn wir nachts draußen unterwegs waren oder in anderen Zusammenhängen. Und auch an Silvester selber habe ich mitbekommen, was für ein Ausmaß die Gewalt haben kann. Selber wurden wir auch angepöbelt oder beleidigt. Und ich kenne dieses Problem nur zu gut, wie sehr viele Frauen auf dieser Welt. Und wir wollten gerade die Ereignisse an Silvester zum Anlass nehmen, ein klares Zeichen dagegen zu setzen und auch zu verdeutlichen, dass wir jeden Tag gegen Gewalt einstehen, die wir auch leider alltäglich erleben. Es müssen mehr Polizisten eingestellt und ausgebildet werden. Da fängt es schon mal an. Ganz ehrlich, ich bin hier hingekommen, weil ich auch Angst habe, dass ein gewisses Frauenbild hier nach Deutschland importiert wird. Nicht, weil ich Fremden Hass empfinde oder so. Nicht deswegen, aber es waren nun mal Nordafrikaner und Araber, die das gemacht haben. Das ist Fakt, das muss man auch sagen dürfen. Das ist doch die Werbung jetzt für Pro-NRW und eigentlich alle Rassisten. Das ist doch jetzt genau das, worauf die gewartet haben. Um jetzt, viele Menschen haben jetzt Angst, viele Frauen haben jetzt Angst. Man ist ein bisschen beklemmter, man denkt sich, ist es wirklich noch sicher? Und jetzt trauen sie überhaupt nicht mehr auf die Straße. Und aus dieser Angst heraus machen die jetzt Werbung und suchen Anhänger.